stehe ich denn? Schieb mich hoch, Sniper-Pussy wieder. Du, wo bist du? Ich stehe da neben dir, okay, hinter dir. Ist klar, ist klar. Gut, das müssen wir aufpassen, es könnte halt sein, dass er kommt. So, von hier aus sieht soweit clear aus. Dann geh du den Ring mal durch, ich hau mich hier hinten irgendwo im Busch. Ja. Ich habe, ich finde eh sicher das nicht mehr. Sein Schal. Dann wird eben 4 Max abgegradet und die Dings. Akku klickt hier in Warn. Ein Aries liegt hier. Ich habe irgendwas gerade nachgeladen. Achso. Du, da oben. Bist du ein Schwarzer? Damaged. Ja. Ich bin ein stark pigmentierter Ortsfremder, ja. Hast du. Bist du Rassist oder was? Ja. Idiot. Yo, Brother. Was geht ab, Bitch? Yo, mein Nigger! Ja. Es kann natürlich jetzt wirklich gut sein, dass du die hier heilen lassen, Alter. Oh. Scheiße, der Schwarze geht wieder als erstes drauf. Ich wusste es. Ja, welcher von den drei? Der Quotenschwarze. Wie in allen Filmen. Schade. Genialen Ripper-Racker. Diablo, du hast hier ungefähr eine Verzögerung von einer Sekunde, bis der Schuss eintrifft. Oh. Das heißt, so schnell wie möglich anvisieren, wenn er steht, und dann abdrücken. Echt, so eine Verzögerung? Auf 200 Meter? Auf 200 Meter knapp eine Sekunde, ja. Oh shit. R4-1 in Pristine. R4-1 habe ich, selbst in Pristine. Dann Riss ist... mehr als ich habe einen Sinn Damage halt gefunden. Nee, Damage habe ich ja selber. Wo seid ihr jetzt? Okay. Wir sind unter bei den beiden Baracken wieder. Ich hänge hier im Busch und überwache das so ein bisschen. Gefängnis sieht immer noch leer aus. Gut. Ja, das ist ganz gefährlich, weil sie da auch gerne einloggen. Gerade hier in dem. Darum ja. Gut. Trinkst du gerade? Ja. Okay. Wollen wir ins Gefängnis gehen oder eher nicht? Oder? Also unten und oben keine Aufklärung in den großen Räumen. Gut. Dann bist du soweit mit dem Trinken? Check. Gut, ja, dann ab. Es gibt doch noch eine Baracke hinten. Ja, dann kommen wir erst die Baracke und dann nehmen wir uns das Gefängnis vor. Oh, Morphin. Der Ernst? Jo. Du Glücksschwein. Ich habe jetzt 2. Was denn für ein Glücksschwein? Ich habe 4 Stück oder so und 4 Epinephrin. Kein einziges. Was? Ich habe 2. Ja, Hanni, was willst du damit? Morphin? Weißt du, wie gerne ich mir die Beine breche? Ja, aber als Sniper sind wir eh kurzlebig. Gib dir gleich kurzlebig. Headshot geben oder Headshot nehmen? Kennst du das doch? Nö. Clear. Clear? Gut. Weiter geht's. Zombies. 2 Stück. Vorne. Unten drin ist die Tür zu. Ja, ich sehe euch an der Ecke. Hast du die Axt draußen oder soll ich? Ich kann schon. Ich mach schon. Ja, für die looten ist es ja halt immer extrem scheiße. Weil du halt kaum Übersicht hast, ne? Die können von, aus jeder Ecke rauskommen, die Arschgeigen. Ich hab schon wieder einen Zombie gehört, ich weiß aber leider nicht von wo. Ich warte. Vorne an der Mauer. Ist gerade durch die Mauer geglitscht. Also von uns aus.
Da, da hinter dir, du. Gut. Okay. Ich mach auf und renne diesmal. Hältst du sie im Auge? Mhm. Deck, ich verschieb mich wieder nach oben. Mhm. Okay. Sicherst du die Umgebung? Ja, ich guck gleich wieder nach vorne dann, wenn ich am Stein bin. Gut, ich geh nach oben. Jetzt hab ich einen Zombie gehört bei uns. Hier scheint es ungelootet zu sein. Jo, das ist jetzt neben mir. Kommt die Tante her, Alter? Sardinendose. Dose. Okay, hier oben ist auch clear. Nichts Besonderes. Es sei denn, du brauchst noch irgendwelche Stiefel, die pristine sind. Red Punk. Und ich dachte, voller Soundbug, ey. Auf einmal verschiebt mich der Zombie. Brauch mein Glück. Gut, ich bin hier oben fertig. Also haben wir hier das soweit durch. Dann können wir uns gleich weiter aufmachen. Selber Treffpunkt wie eben, Mauer. Bei den beiden Baracken dann gleich. Auf, auf, mach, mach. Du wärst so weiter. Gut, ich mach wieder auf. Ja. Und Waffe weg. Bewegst sie, okay. Gut. Aufstehen, ich rasch raus. Hier musst du ein bisschen nach links aufpassen, da loggen die super gerne ein, gerade auch in der Scheune. Roger. Okay, hier sind die beiden Baracken. Gut. Dann weiter durch zur Mauer. Wir laufen außen dran vorbei. An der Mauer. Ja. Dann können wir gleich nach oben aufklären. Boah, das ist mir lieber hier. Erinnerst dich noch an die Position, Tu? Sollen wir schießen? Ja, schießen wir. Tot. Verdammt, ich sehe nichts, das Gras ist so hoch. Und keiner hat einen Rasenmäher dabei. Oh. Das war die schlechteste Aktion, die ich koordiniert habe, glaube ich. Ja, ich hätte selbst die Initiative gleich ergreifen müssen und schießen, keine Ahnung. Ja, Hanni, warum wundert mich das nicht bei dir? Ich war mal voll nicht sicher, die wären sicher friendly gewesen. Die hatten auch keine Waffe dran, oder? Ja. Ja, bist du dir sicher, Alter? Wir als Dreiergruppe, die aber als Dreiergruppe. Aber Hanni hat wohl Aggro geschoben, weißt du? Oh, guck mal, ja, wollen wir schießen? Ja, wir schießen. Der das guckt schon so aggressiv, lass uns lieber erstmal das Feuer eröffnen. So, der zieht mich doch schon mit seinen Blicken aus, der will mich doch bestimmt alles wegnehmen. Okay, wir sind jetzt so ein Lutscher, Junge. Ja, ja. Haben die Sniper-Posi, oder? Ah, nicht die übliche, ihr könnt ja bloß. Ja, ihr könnt aber nicht. Ich nicht. Ja, dann kannst du in Sniper-Posi gehen. Ja, wollte ich gerade sagen, ich geh schon mal rüber und ihr rennt ja dann eh rüber. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns. Ja, nee, oh, warte mal ab. Im nächsten Leben, ja. Ich sehe euch. Oh, komm direkt voraus, Alter. Sind zu. Komplett. Oh. Zombie. Guck mal, und wenn ich ihn sehe. Ach, der rennt hinter Mars her. Uah. Ich hol die Axt raus. Oder du. Sag doch, dass er. Gut. Mal kurz durchschauen, während du da am Saugen bist. Weg. Ich verschieb mich auch gleich, wenn ich hier Stuff bin. Ich weiß doch gar nicht, was ich hier drin will, aber. Nackte Titten. Nackte werde ich nicht finden hier. Oh man. Yes, man. Ich verschieb mich. Und so, wer sichert euch jetzt gerade? Busch. Busch. Hm. Alter, frisst du George, Haut, Junge. George W. oder? Ja. Okay. Aber ich glaube nicht, dass der würde ich, sichert. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Der verrät ich wissens. So.
Die Roundbox sieht gut aus. Die ist, sieht schön. Mit solchen Sprüchen wäre ich aber vorsichtig, ansonsten wirst du von der NSA überprüft und dann bist du irgendwann verschwindig. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht, aber es ist. Wenn die NSA das hört, hallo liebe NSA, ich bin Amerika Pro. Was, ihr Idiot? Du bist so behindert. Das ist ein Schläfer! Ja, sieben Schläfer. So, was haben wir? Also ich schichte gerade die Kacke-Munibox in die Super-Munibox um und habe es bereits erledigt. Du rennst auf mich zu. Wir können hier wieder raus. In welcher Pose liegst du, Diablo? Ich nähere mich gerade den Tannen oben auf dem Berg. Bist du bald fertig da? Zwecks Aufklärung. Komm, wir gehen weiter zum Gefängnis vor. Ich laufe gerade vorne rum. Also ich habe hier drei Tannen jetzt vor mir auf dem Berg. Ja, die dritte bin ich. Hallo! Was für ein Tanne, Alter. Oh, Tannenbaum. Tschüss. Drin, oh, oder? Jetzt. Ja. Tower clear. Jetzt hier auf der rechten Seite fast. Ach, du bist vor mir. Feuerwehr clear. Hangar clear. So, lass mal ran. Zelle ist auch clear. Ich mach wieder auf. Willst du rein? Stehen noch alle Zombies da, also sieht leer aus. Gut, dass die sofort respawnen, wenn du einen kaputt geschlagen hast. Hani, willst du dich auf deine Position verschieben? Oder wolltest du hier mitbleiben? Ich verschieb mich nach unten. Alles klar. Geht Tür wieder zu. Achte auf deinen Arsch, gell? Ja, wie immer. Ich schluck eine Gabel, da habe ich ein Gitter vor. Okay, oben scheint clear zu sein. Ja, unten ist ja gar nichts. Ja, natürlich bitter, wenn hier überhaupt nichts ist, Alter. Ah, wenn ich so, lege, muss ist, Vogelfutter aus. Dann oben, also nutzt nichts hier hochzukommen, großartig. Ich sag bloß bei interessanten Wischen. Interessant. Wer Lol. Schießt da? Ich hab geschossen. Ach, mein Gott, Alter. Typ. Aber wieso, weiß ich nicht, aber es ist egal. So ein Typ, der Typ. Action! Action! So, ich mach die Tür wieder auf vorne. Wir sind hier soweit safe in dem Gefängnis. Jetzt zählt ein Schuss in mein Magazin. Oh mein Gott. Ich würde nachladen und auffüllen, das geht überhaupt nicht. Auf jeden Fall. Weil genau der Schuss wird es nämlich sein, der dich das neue Leben kostet. Hey, so. Ich glaube, da drin. Was? Das ist ein Blood-Desk-Kit. Ach, meine Güte, komm jetzt. Lässt mich da alleine rausrennen, guckst noch mal in die Zelle. Und wegen das wegen dem Blood-Desk-Kit. Zombie, den mach ich noch weg. Wie geil, er schlägt nicht zu, warte mal. Meiner schlägt nicht zu. Ach so. Warte, ich muss in Aggressionshaltung gehen. Ich habe gerade gedacht, dass der das automatisch macht. Ich habe gereimt. So, das ganz unprofessionell. So. Hast du wohl mit Wattebällchen geworfen heute? Na, so wie du jetzt mal. Ich sehe dich. Ja. Also da vorne ist clear, das heißt, wir können einmal rüber rushen, sagst du. Yep. Okay. Machen wir weg und rushen. Geronimo. Tup, würdest du dir bitte ein gelbes Dreieck vor die Brust schnallen? Das soll dich als Ziel markieren, falls doch jemand mir sehen sollte, dass wir hier gerade sind. Gut, danke. Ich bin dir sehr verbunden. Ich dachte, deswegen haben wir eben schon die Armbänder mit die drei gelben Punkte gegeben. Die ist ja gelb. Ja. 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 Tup. Ja. Alles, was du privat sagst, ist super. Macht sich in der Aufnahme schlecht. Musste rausschneiden. Danke, das ist überhaupt nicht mehr Arbeit. Dreckschleichwerbung! Ja, ich trinke gern Pepsi. Idiot. Ich guck mir gern YouPorn an. Hör jetzt auf! Ich Idiot. Jetzt weiß ich, warum du das meinst. In Aries, in Damaged.
Kommt ein Zombie auf euch? Zweifel ich. Check. Sieht aus wie Lindsay Lohan auf Agro-Trip. Da kommt ihr Zuhälter hinterher, der will das Geld eintreiben. Yo, der ist auf Crystal Meth, Alter, wie der abgeht. Sag mal. Ist voll Laser, wie der abgeht. Dark Laser, ja. Konzentrier dich auf eure Aufgabe da. Jo. So, du. Hier ist keins mehr. Jetzt gehe ich mal wieder in normale M4-Position. Du. Anni, wenn ich will noch von hinten erschossen werde, ja, dann weißt du, was es gibt. Kommt nochmal ein Zombie über die Freifläche an. Ich nehme die Axt raus. Jo. Small protect the case. Zombie kommt rein. Ist mir. Gut, ich schichte mal kurz um. Ich schau da mal kurz meine Sellenbergs rein. Und einmal Blatt in the Lies. Geblatt in the Lies? Geblatt in the Lies. Den kann ich ja dann essen. Gut. Mit meinem dicken Stick. Oh Gott. Was für ein Dick? Mein dicken Stick. Koks und Nutten. Koks und Nutten. So. Und alle im Chor. Face down, ass up, that's the way. Hier wird's doch irgendwo in Generous Stripclub gegeben haben, oder nicht? In welchem Jahr spielt das hier? Nächster Zombie kommt. Seht ihr mich? Ja, natürlich. Komplette Oberkörper mit Kopf. Leicht zu treffen auf der Distanz. Wollen wir testen oder was? Halt mal still. Halt mal still ist auch geil. Im Endeffekt die Ansage vom Sniper. Die Distanz müsstest du eigentlich nur hin und her wackeln mit dem Kopf. Ich kann immer gerne eins ins Tor fahren. Weil das sind 2 bis 3 Sekunden ungefähr. Okay, pass auf, ich bin hier durch. Ich habe oben geguckt, ist nichts großartig. Wir können rüber zum Tower. Check! Ich nehme hinterm Baum die Axt in die Hand. Okay, ich renne so lange ein bisschen zickzack, damit er daneben springt, wenn er springt. Lauf schnell, er holt auf. Ich bin schon drin. Oh! Kommt noch einer hinterher. Ich geh schon mal hoch. Check die Scheiße hier kurz ab. Er kommt noch ein Militärzombie hinterher. Wieso? Ich bin oben im Tower. Helm. Essen. Pff, 2 Pistolen. Ui, warte mal, liegt nur noch. Ein Akok. Damage-Stimme, Alter. Ehrlich. Und sowas bieten die hier an. Der gerade ein Zombie. Mann, Mann. Warum sagst denn du Scht? Da ist ein Zombie gerade rein und raus gelaufen, Junge. Ja. So, ansonsten muss ein Hunting-Backpack und, warte, da renne ich gleich noch an irgendwas vorbei. Ja, so ein Kack-Mini-Luftgewehr-Magazin. Welcher Zustand, Hunting-Backpack? Ne, hab ich jetzt nicht geguckt. Dann geh doch mal gucken, Junge. Nein. Nächste Zombie kommt. Mich scheiß. Hinter dir. Gut, okay, wir können direkt weiter. Vor euch ist jetzt noch ein Militärzombie. Das ist nervig. Mann! Nervt das viel. Kannst du dich gar nicht auf die Umgebung mehr konzentrieren, ey. Okay, dann gehen wir rüber zum zweiten Gefängnis. Hab ich keinerlei Möglichkeit mehr zum Einsehen jetzt.
der Sniper verschiebt sich so, damit er seine Kameraden weiter entdecken kann. Mhm. Ich decke dich immer. Cool. Junge. Oh, bist du ekelhaft. So. Zwei Zombies in Folge. Ich gucke kurz in die Gefängniszelle rein. Ist zu. Geh noch einmal kurz rum. Hier drin ist auch alles zu. Nichts da. Noch unberührt. Nächster Zombie. Ich hol die Axt raus. Ich hab nichts aufgeklärt hier. Umgebungsmäßig sind wir abgecheckt. Mhm. Gut, scheint, glaube ich, kein Zombie mehr zu kommen gerade. Hol die Axt die Waffe raus. Keiner drin. Vorne zumindest. Ne? Ein Zellenbag, noch nicht ganz fertig. Fehlt noch das Starter-Kit. Oben ist keiner drin. Ich gucke jetzt in den Raum rein. Ich trinke was. Auch nichts. Trink. Do it. Eine Munibox. Auch wieder eine. Und auch wieder im Plus 10. Wie war das vorhin? Ja, das ist sehr eigenartig. Oh, ich habe auch endlich einen Dosenöffner. Yay! Im Pristine. Rezept? Im Pristine? Jetzt machen wir eine dicke, fette Party auf dem Airfield. Für den Dosenöffner, Junge. Ich bin ein Dosenöffner, Junge. Reit doch nach dem Barbecue, oder nicht? Ja, mit Pfirsich. Ich bring dich Pfirsich. Hier das Fleisch. Dass du eine alte Pflaume bist, das wissen wir doch alle. Halt deinen Sabbel. Spasti. Also wie oft verliert er Verbindung bitte? Ja, Calderas verliert Verbindung. Der täuscht nur an. Der will den Server verarschen. Das ist doch ein Simulator. Ja, oh, man sieht aber deine Knifte, wenn du es angelegt hast. Mir egal. Ich kann jetzt bis hinter zur Zeltstadt gucken. Nice, das ist richtig gut, die Vision. Ja, nur die zwei Tower da hinten sehe ich nicht, weil halt die Bäume im Weg sind. Welche Tower? Ja, die zwei einzelnen da hinten und das Gefängnis. Ach, das ist doch egal. Ja, was denke ich denn sonst von hier ab, was ich von da drüben nicht habe? Sei mal leise, sei mal leise. Ich bin tot! Leute, ich bin tot! Serious? Mhm. Ich bin direkt tot. Wo warst du? Oben! Ich hab nicht mal am Fenster gehört. Nein, ich auch nicht! Ich wurde doch nicht erschossen! Da war gar nichts! Ich hab mich gerade hin, ich hab gerade meine Kantine weggepackt my leg is painful. Ich bin 100% durch den Boden gebackt, ne? Ich bin durch den Boden gebackt und bin unten aufgekommen und bin tot. Stimmt's? Ich weiß nicht. Ja, mein leg is painful. Der kann ja nicht mein Bein treffen durchs Fenster. Guckst du mal bitte hoch? Nimmst du meine Sachen dann raus und legst sie irgendwo hin, dass ich mir die gleich wiederholen kann? Das geht da scheiße wieder los. Direkt den Eingang vom Gefängnis, oder? Hallo? Ja, natürlich. Ey, wenn mich dein Sniper jetzt da abschießt. Wovon redet der? My leg is pain, dann leg dich hin. Von wo will der mich denn abgeschossen haben? Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt mal auszogen. Alter, also, welches Gefängnis seid ihr denn? Das wäre mal eine hilfreiche Information. Das erste. Das Gefängnis. Ach, das Gefängnis direkt bei der Feuerwache. Alles klar, habe ich in der Sicht. Du bist gar nicht oben. Ich bin unten, ne? Ist runtergeglitscht. Ja, sag ich ja. Ich bin runtergefallen. Alter, wie behindert! Meine Hose ist damaged, Leute. Oh Gott. Oh. Ja, wenn du die Hose schon mal unten hast, dann gib ihm. Das regt mich jetzt drauf.
Ja, dann ziehst du so lange meine Kapuze an. Ja, zieh ihm da nee, auch ich mal seh die. Deine Leiche gar nicht. Zieh ihm doch auch mal die Hose runter. Was geht hier? Ab. Was ist er aus dem Fenster gefallen oder was? Das macht die Beschwerden. Ja, guck mal da, ob meine draußen liegt. Am ersten. Oh, fuck, Alter! Ich muss jetzt die Tür decken. Die erste von mir aus, der erste? Erster Hanger? Und dann willst du schon decken? Oh. Honey. Was? Von mir erster, von dir erster? Von mir oh. erster, ich kann meine Waffe nicht ziehen. Alles klar, bleib locker. Jetzt kann ich ziehen. Ein Einzelner, oder wie? Ein Einzelner. Position 200, alles klar. Von dir sind es knappe 400 oder so. Ach, ich bleib erstmal liegen. Kommt raus. Roger. Oh, der war mal voll daneben, Junge. Ich habe beim Essen gehört, bei mir in der Nähe, jetzt tue ich Dose öffnen. Ja. Das haben wir alle gehört. Du hast eine Dose geöffnet, oder? Nee, ich habe keine Dose geöffnet. Fuck, ja. Alter, ein Zombie hinter mir. Ach, den Zombie platt. Guckst du bitte da in den Dienst? Ja, er ist noch drin. Du hast aber voll daneben gehauen, oder? Du hast gerade den geschossen, wo der abgebogen ist. Eigentlich hätte ich ihn erwischen müssen. Er ist reingelaufen. Das habe ich gesehen, dass er reingelaufen ist. Dementsprechend hat er es überlebt. Bloß wenn ich mich jetzt hinhocke hier und da ist noch ein Kollege, dann bin ich gleich ausgemacht. Wo ist er jetzt genau? Im zweiten Hangar. Zweiten. Von hinten. Nochmal hochschauen. Ja. Ach, meine Hose ist wieder da. Ich habe den Ausgang im Blick, also. Zieh deine Hose bitte an und magst du bitte einmal rumlaufen, bloß dass du weißt, ob meine Leiche da draußen liegt. Ja, natürlich. Weil ich kann mich halt so lange. Ich will warten, bis der tot ist halt, das ist egal. Du hast meine Leiche draußen gesehen, nee, oder was? Gar nicht, ich hab nicht raus. Also du kannst ruhig gucken, wenn der rauskommt, nehme ich den unter Beschuss. Also ich kann dich auch vorwarnen, wenn er jetzt Richtung Feuerwehr laufen nee, kommt. Nee, ich sehe deine Leiche nicht. Gar nicht. Ich muss vielleicht draußen schauen. Geh doch ruhig raus. Ja, also. Ich könnte wetten, ich bin wie das eine Mal Dingens durchs vordere Fenster, weißt du noch, wo wir die Action hatten und dann ist der andere Typ gekommen, mit dem wir uns befreundet haben hier, der Felix da. Vielleicht bin ich auch nach vorne hin rausgebackt, ich weiß zwar nicht, wie ich das geschafft habe, aber... Nee, ich sehe dich auch nicht draußen, ich kann halt so durch die Fenster schauen, weißt du. Hanni, nach wo hast du dich verschoben? Ich geh rechts. Geh mal bitte hinter auf die Sniper-Posi. Wo bist denn du genau gestanden? Wieso soll ich nach bitte? Hinten auf die Sniper-Posi? Ja, wenn du die Treppe hochgehst, dann ist doch da der Eingang zum oberen Raum, ne? Ja. Und ungefähr auf Höhe vom oberen Raum. Also so die Tür. Da rechts daneben, so als ob ich wieder runtergehen wollte. Oder ich habe einfach durchs Fenster bist du im Mittelgang. Und das hat dich das Leben kostet. Ich glaube, der lockt sich nämlich da drin aus. Der hat so einen Schiss, rauszukommen. Ja, dann mache ich mal neue Start. Ne? Ah, ich sehe deine Leiche. Oh, wo ist sie? Oder sie, liegt vor, sie liegt hinter. Du liegst halt so außerhalb des Sichtfelds aus dem Rand, deswegen habe ich es nicht sehen können. Fuck, ich habe auf Neustart gedrückt, ne? Also, ich habe zwar auf Nein gedrückt, aber er lässt mich trotzdem spawnen. Neustart ist egal. Ja, aber ich. Okay. Nur wenn du runtergehst, ich muss mich halt komplett ausziehen, meine Sachen hier am Boden hauen und rauslaufen und wieder reinlaufen. Okay, er lockt einen Zombie an. Okay, ich versuche so schnell wie möglich da oben wieder hinzukommen. Was ist die beste Position, von der ich da hinkommen kann? Am schnellsten? Eigentlich egal. Berenzino. Beziehungsweise, links köchens da oben das Ding. Aber ob du da oben spawnst, ist wohl die andere Sache. Ist der noch immer im zweiten Hangar oder wie? Ich bin auf Höhe Solnitschny. Habt ihr den Schuss gehört? Spieler! Das bin ich. Da hinten, ja? Kommst du an die Rand gerade? Ja, in weiß. Also in so einem Grau. Ich weiß! Motorradhelm. Grau! Sturzhelm auf? Motorradhelm! Ja, gut. Dann bist du es wirklich. Alter! Kann
kannst doch einen alten Mann nicht so erschrecken, bist du wahnsinnig? Wer schießt da? Mann. Ich muss mich fit halten hier. Auch wohl Entfernungsübungen. Ist da noch eine Hose für mich oder muss ich die Winterunterpants anlassen? Kannst du auch erst den Tower und gucken, da ist Fressen, Hunter, Backpack liegt da. Ich weiß nicht, hattet ihr auch Feuerwehr? Hattet ihr schon alles nachgeguckt? Ihr habt? Baracke haben wir nicht nachgeguckt. Du, mir quäkt es. Also ich denke mal, hier sind ein paar Zombies drin. Die wollen wir entledigen. Hanni? Hanni, lebst du noch? Hattest du mal in den zweiten Tower hingeguckt, ihr habt? Wo eigentlich das Spieler drin war? Hanni? Nein. Das was, schießt auf, was schießt denn du da? Das war ich. Ich komme jetzt ins Gefängnis. Check. Hanni, bist du noch da, Leute? Der Hanni ist jetzt da vorbeigelaufen, Alter. Du bist sowas von auszumachen in deinem Busch. Ich? Ja. Ich guck unten durch, ja. Ich sehe dich, jo. Das ist ein Meter neben dem Baumstamm. Mhm. Aber man kann ihn halt rechts nicht einsehen. Ja, aber Gunshot ist eben da an der Tower vorbeigelaufen und da hat keiner beschossen aus dem zweiten. Also wird er 100 pro wechseln. Danke. Und? Hier ist ja richtig was los. Du kannst einfach deine Fresse halten. Durch so eine Kack-Kommentare wird man hier nachlässig und dann war's das wieder. Dann stehst du da, weil du denkst, es geht gerade eh nichts und dann kommen sie. Und dann bist du nicht vorbereitet. Du, war das schon wieder eine scheiß Anspielung? Der ist halt blöd, wenn man Schuhgröße 39 hat und Stiefel in Schuhgröße 42 anzieht, ne? Ein Tub, der Typ. Cottonfield at home. Psst, so eine Kommentare, wirst du verleiten aber zur Nachlässigkeit. Ja, halt doch muss die Schnauze. So ein dreckiges Stück Scheiße, Alter, ehrlich. Hab ich mal so hören sagen lassen. Von wem hast du dich gehört? Hören sagen lassen. Ein Old-Chat, damit man mit dem ganzen Server schreiben kann. Provozieren. Ja, das war schon. Mach doch mal einfach schräg. Schießer. Wer schießt da? Oh ja. Ich hör's, die schießen auf uns. Ach, von wo? Schießen auf, ich sag es doch. Ey. Tub, willst du runterkommen? Seid ihr sicher, dass die auf euch geballert haben? Ich glaub. Willst du deine übliche Position einnehmen oder soll ich hier stehen bleiben? Ja, ich kann zurück. Ja, geh nach hinten. Okay, warte. Die können ja bloß von den Lagerhallen gewesen sein. Wart ihr irgendwer oben am Fenster? Ich bin aber ja gelegen. Da kann, das kann, da sein, kann man das nicht gesehen haben. Können auch aus dem Wald einfach mal rennen. Die hauen hier gegen, die hauen hier gegen. Die hauen hier gegen. Mit der Axt. Ja. Hörst du es? Du hörst nicht die Axtschläge? Nee. Jetzt sind sie weg. Dann hat sich da direkt oder er hat auf einen Zombie in unserer Richtung. Da vorne stand noch ein Zombie bei uns, ne? Ja. Ja, müssen Diablo ja gleich ausmachen, wenn er vorne hereinkommt. Aber warum hat er so viel in den Zombie reingeholt? Ich kann nichts ausmachen. Ich sehe die Tür vorne, also vorne ist er nicht. Andere Seite ist er auch nicht. Da kann ich eigentlich gar nicht gesehen haben. Eigentlich unmöglich. Außer halt ein Wallhack oder so. Ich bin halt gelegen. Keine Ahnung. Die Schüsse kamen nicht in meine Richtung.
Von wo kamen die Schüsse? Reloaden. Das ist Soundbug. Ja, das ist Soundbug. Kurz auf 50 Meter runtergeschaltet, irgendwie sie. Kann das sein, dass dann Militärbase war? Kann nur Lagerhalle da gewesen sein, also die große komische Halle, Containerecke irgendwie, was ich nicht einsehen kann durch die Bäume. Ansonsten direkt Tür raus, alles frei. Airfield, alles frei. Airfield Seite steht noch ein Zombie, der berührt sich nicht. Der berührt sich nicht. Oh, der rührt sich nicht, Junge. Wasch dir deinen Scheiß, Mann. Sorry, aber ich, das kam jetzt gerade so konzentrierte Aussagen von dir und dann kommt auf einmal dieser. Ist okay, sag ich gar nichts mehr, Junge. Lass nur eine Tür da rumkrabbeln. Ja, ist klar. Ist er gerade. Nö. Geh ruhig gucken. Bäm, 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 bäm! Spieler? Nee, Zombie. Wohin? Wo rennt er hin? Rennt hinten die Querstraße. Ah, da ist ein Spieler. Ich sehe ihn. Ah, er schießt gleich. Er schießt gleich. Hinter dem großen. Hast du den Mosin-Schuss gehört eben? Ja, das war echt du Knallkörper. Ach so. Der ist jetzt Richtung hinterer Hangars gerannt. Wird verfolgt, von, Richtung hinterer Hangars. Wird verfolgt von zwei Zombies. Gut, dass du jetzt vorne hinterher. Was? Gut, dass du hast ihn halt weggetrieben von uns. Ja. Wollen wir hinterher oder? Also guck. Da wo die Hauptstraße, die seitliche Straße lang läuft, da ist er vom Wald aus rüber gerannt hinten. Die 100. Der rennt jetzt Richtung hintere Hangars zum zweiten Gefängnis oder was? Ah, der wird so lange weglaufen, bis er sich sicher ist und wieder ausloggen oder sonst was. Der ist halt zwei weg schon. Ich hab knapp neben ihn eingeschossen. Die 200 Meter haben halt nicht so ganz gestimmt. Das ist halt, du musst halt warten, bis die zu uns kommen, dann kannst du das Feuer öffnen, aber wenn du schon zu früh das Feuer öffnest, können wir ja nicht mehr nach. Natürlich kannst du daher. Ja, sicher. Und wenn er irgendwo wartet auf einer Pose, ja, dein hat er einen definitiv von uns. Ja, also ich mach's halt so, ich lauf davon und irgendwann an Punkt, wo ich mich sicher fühle, stelle ich mich hin und schau zurück. Wenn ich Bewegung sehe, ja, dann GG. Ich hab schon wieder diesen scheiß Hackback, Alter. Ich weiß von wo er auf euch geschossen hat, von der Mauer hinten aus. Ich weiß bloß nicht, was er da ausgemacht hat. Würde mich auch echt interessieren, dass er so viel schießt. Aber er hat einen hellgrünen Rucksack auf, einen großen. Hat sich aber nicht zu euch reingetraut. Warum auch immer. Warum hat Hanni den nicht ausgemacht? Durch die Feuerwehr oder was? Ja. Mhm. Du lässt dich mal nicht hier von so den Kleinigkeiten ablenken? Wozu hast du Infrarot? Ich hab Nachtsichtgeräte dabei. Ja. Das ist auch schon reich. Ja, aber das Einzige, was ich sehen kann, bist du und da habe ich Augenkrebs bekommen, ja. Klar, dass sie da Tränen in den Augen schießen, von Neid, Junge. Aber tröste dich. Deiner kann wenigstens nicht hängen. So kurz wie der ist, kann er gar nicht hängen. Ach, du bist doch nur neidisch, Junge.
Jo, weil meiner immer meine Knie scheuert. Oh Gott. Also darauf wäre ich nicht neidisch. Wenn du die Frau nicht Spanferkel spielen kannst. Alter, wenn er bis zum Knie hängt und dann kriegst du mal Erektion, Junge, dann bist du aber ganz schnell gehirntot. Hallo, Sellenbeck? Sellenbeck. Hallo, Sellenbeck. Ist der bekloppt? Hallo, Sellenbeck. Andere nehmen wir Jagra, ich muss Sellenbeck nehmen. Ich verstehe es sowieso nicht. Die Barbe brüllt immer nach 20 cm und nach 10 fangen sie schon an zu würgen, weißt du? Bah. Also, er hat sich definitiv verpisst. Wollte ich mal behaupten. Ja, natürlich. Geh doch mal gucken, bitte. Geh doch mal gucken. Nee, wart bis sie vor der Tür sind. Die Tür am besten, wenn sie aufmacht. Ja, oder? Klar, jetzt am nächsten Mal zurückkommt oder was. Und guckt, von wo hat der Sniper mich beschossen. Weil die Kugel 2 Meter neben seinem. Nee, wenn die Tür aufmachen, dann sind wir da. Das Dumme ist, das haben wir auch gemacht. Ja. Ist doch nicht jeder so blöd wie du. Wird man von Sniper beschossen, dreht sich am Morgen und guckt, wo kommt denn die Kugel her? Ja, wenigstens lasse ich mich nicht von hinten killen. Das war nicht von hinten. Ich hab ihn nicht. Das eine Mal bist du auch von hinten gekillt worden. Da hast du auf dem Sniper-Hügel da hinten gesessen. Oh ja. Da weiß ich noch, ja. Da waren wir hier. Und da wurdest du dann von hinten totgeschlagen. Und dann wieder rumgemeckert. Immer ich! Nee! Ja, weil ich keine Deckung gekriegt habe. Ich hab euch gedeckt und wer deckt mich? Kein Schwanz. Ja, das glaube ich, dass dich kein Schwanz deckt. Oh, der lootet da hinten in der Zeltstadt alles ab. Der kommt zurück und macht uns alle nieder. Siehst du den Looten? Ja, sicher. Aber ich soll ja warten, bis der hier bei euch vor der Tür steht, hieß es. Lern doch so eine Kacke zu labern. Du siehst den nicht looten, oder? Normal, Junge. Siehst du den nicht, oh, oder was? Bist du doof? Ich guck auf eine Tür, du Spacken! Mach dir die Tür auf, der siehst du mehr! Aber auch nicht in die Zeltstadt. Halt doch einfach in den Spiegel raus, den kannst du in die Ecke gucken. Nachladen. Anni, Aufklärung? Eine. Alter, halt die Fresse! Warum? Was auf? Was soll ich aufklären? Die Tür rostet aufklären, immer noch. Achso, Hani! Ich hab schon Gunny. Du, nee, dein. Dass du da auf die Tür starrst, das müssen wir ja mittlerweile. Soll ich nicht so aufklären? Ja, wie war ja, ich das bin halt immer noch der Meinung, dass hier irgendeiner rumrennt. Klär mich mal auf, bitte. Ach! Wie, ach, das Gespräch hast du immer noch nicht mit deinen Eltern? Oh, okay. Jetzt wird's aber langsam ja. Zeit. Och, wieso? Jetzt ist meine Tomate eh schon so verschrumpelt. Was für eine Tomate? Ja, klar. Meine Eier sind so prall, dass sie zu einer riesigen Tomate jetzt haben gewachsen sind. Alter, und ich hab das verfickt nochmal im Video, die Scheiße! Oh, ehrlich! Meine... Hallo? Liebe YouTube-User, YouPorn, ja. YouPorn-User, wenn ihr jetzt auf Nacktfotos von Honey wartet, die findet ihr unter www.ichbinsohoney.de. Ich bin so Honey. Punkt. Das war schon wieder so schlecht, dass es gut war, ehrlich. Ja, was? Ist mir so spontan durch den Kopf gegangen. Spontan. Spartan. Das ist ja, wenn Spartan. Ihr, wenn ihr in eine Treppe hochkommt, dann stehe ich auf, schreie, hier ist Sparta und kick ihn runter. Idiot! Das wäre zu gut, wenn das gehen würde. Nee, das wäre voll geil. Voll die Strafe. Sparta! Das ist Sparta! Boom, runter! Ich trau mich wetten, dann kommt so eine Compilation auf YouTube. Das ist Sparta.
Weil ich letztens bei. Achso, ich soll keine Schleifwerbung machen, bei Piep Piep Nachricht bekommen, da stand auch das. Das Piep Piep hättest du auch sparen können! Du Idiot! Da war auch das Bild hier so mit Spotter, weißt du, wo der die. Da kriegt der eine Alte von vorne von den Klippen runter und sagt, Frauentag ist vorbei. Klick. Fand ich auch ganz lustig. Oh Mann. Ja,